bei Martina Mietz und heute mit Harald Glöckler. Herr Glöckler, Sie sind heute in Köln und stellen Ihre Designböden vor oder haben das gerade sehr gut gemacht? Also ich stelle nicht meine Designböden vor, sondern die Designböden von Bauhaus, das ist nochmal Chronoflooring, Bauhaus. Ja. Und ich bin das Testimonial dafür. Also ich habe sie nicht entworfen, sondern ich finde sie toll und ich bewerbe sie. Ah, ja gut, das ist interessant, weil meine nächste Frage wäre nämlich jetzt, wo nehmen Sie Ihre Inspiration her? Das also kann man ja trotzdem fragen. Diese ja. Inspiration ist, ich bin ja eine Inspiration für die Welt, ja. Die Inspiration ist in mir und ich habe ständig Ideen, habe nicht nur Ideen, sondern setze sie auch um und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen auch an mir fasziniert und auch die Partner, dass ich ein Macher bin und dass ich ständig neue Dinge angehe oder auch alte Dinge neu interpretiere, wie meine Tapeten zum Beispiel, die ich ja auch völlig revolutioniert habe und eben nicht wie viele andere Prominente eine Rolle Tapete für 10 Euro mache, sondern auch mal außergewöhnliche bis zu 350 Euro und die Menschen finden sie so toll, dass sie sie kaufen und sagen, ich kann mir zwar nicht die ganze Wohnung tapezieren, aber ich tapeziere mir zwei Bahnen in mein Wohnzimmer und fühle mich wie eine Prinzessin, ja. Deswegen war meine Idee auch, oder ich war dem Irrtum unterlaufen, dass Sie die natürlich auch mal drauf haben. Das hätte auch sein. Das wundert mich bei Ihnen nämlich nicht, was Sie alle schon gemacht haben. Das hätte auch sein können, das kann ja auch noch kommen, ja. Eben. Und da wäre jetzt auch meine Frage, gibt es da irgendwelche Vorbilder für Sie, im positiven wie auch im negativen Sinne, dass Sie sagen, so diese Leute finde ich besonders inspirierend oder diese Leute, das geht gar nicht? Nein, also eigentlich gar nicht. Also ich bin sehr auf mich fixiert. Ich hatte früher mal ein Vorbild von mir war Marlene Dietrich, weil ich finde, dass sie eine unglaublich tolle Frau war, dass sie sehr diszipliniert war. Ich fand ihre Haltung im Dritten Reich sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Und sie hat aus ihrem Leben, sie hat sich selbst kreiert und unglaublich viel daraus gemacht. Und diese Disziplin, die finde ich schon toll und ich bin auch ein sehr disziplinierter Mensch, und aber inzwischen habe ich jetzt eigentlich keine Vorbilder in diesem Sinne mehr. Also auch nicht, wo Sie sagen würden, das ist für mich eher negativ, da würde ich mich jetzt davon distanzieren. Ja, das wäre schon, aber ich neige nicht dazu, über negative Dinge zu sprechen. Ja. Und Annette Trepp hat auch mal gesagt, sie geht auch gerne mal in die Oper und schaut sich ganz schlechte Inszenierungen an, denn auch aus schlechten Inszenierungen kann man etwas lernen, und zwar, wie man es besser nicht macht. Das ist aber jetzt sehr schön gesagt. Dann muss ich sagen, zu Ihrem Buch, Jede Frau ist eine Prinzessin, glauben Sie das wirklich? Ja, sonst hätte ich es ja nicht geschrieben, ja. Ja, also das ist natürlich, glaube ich, das beweise ich ja immer wieder. Und das aktuelle Buch ist ja von meinem Hund geschrieben, Billy King, und das heißt, Billy King, mein Leben mit Harald Glöckler, und ist im Moment exklusiv auf QVC bis Mitte April noch zu bekommen. Doch ganz schnell, Sie heiraten ja bald. Wie haben Sie da schon was geplant? Schloss? Ja, da ist schon eine Planung, aber das ist noch nicht so weit, dass wir es ausplaudern sollen. Ein bisschen, auch nicht. Nein, ein kleines auch noch nicht. Nein, auch noch nicht, ja. Gut, Herr Glöckler, ja. Dann danke ich Ihnen vielmals, vielen Dank, und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, ebenso. Dann. Vielen Dank. Tschüss. Ja.